On va parler de toi d'abord en tant que personne, parce que on connaît le joueur, on t'a vu sur la glace déjà, mais on ne te connaît pas en tant que personne. Comment tu te présenterais? Ja, ganz einfach, Betriebsbranchen. Ich bin Oberwalliser emigriert, wohne noch in Steg aktuell und bin zu Fischbüf aufgewachsen. Und ja, bin jetzt hier meine zweite Saison angegriffen beim HC Siders. Et puis en tant que gars, en tant que personne, comment tu te décrirais? Ja, wie der Remo vorher schon gesagt hat, ich habe das Gefühl, ich bin eine ruhige Person, die eher überlegt ist, aber auf dem Eis eher das Gegenteil, sondern auf dem Eis bin ich eher eine emotionale Person, die gerne körperlich, physisch spielt und dementsprechend sind das zwei verschiedene Personen auf dem Eis und neben dem Eis. Et tu es d'un Viège, si je me trompe pas? Est-ce qu'on peut dire toi que tu es un pur Viégeois, même si tu es Assière, tu n'as pas honte de dire que tu es un Viégeois? Ein purer Wallis, purer Fischbein würde ich nicht unbedingt sagen. Ich bin sicher, trage ich im Herzen von mir einen Teil von Fisch, weil ich da aufgewachsen bin, weil ich den ganzen Nachwuchs da gemacht habe. Nichtsdestotrotz bin ich ein Oberwalliser, der jetzt Sider spielt. Und ich gebe alles für den Club, für das Logo, das auf der Brust ist. Und probiere immer, das Maximum rauszuholen. Und ich bin jetzt hier die nächsten 2 Jahre ein Siderser und das von Herzen. Maintenant que tu as connu Sierre et Viège, quelle est la différence principale entre un haut valaisan et puis un valaisan roman selon toi? Est-ce qu'il y a une vraie différence? Ich habe das Gefühl schon, ja, es hat eine Differenz. Und zwar der Charakter, also wie wir vorher diskutiert haben, in Welschen und in Deutschschweizer sind zwei verschiedene Mentalitäten. Der Welsche ist eher ein emotionalerer Typ, Deutsch sprechen. Also wie ich schätze jetzt mal eher, dass wir eher die ruhigeren Typen sind, aber eher mal ja, so dreckige Sachen im Match erleben, wie harte Checks, weiß nicht was. Und der Welsche ist eher aber der, der in wichtigen Momenten brillieren tut und uns mit Emotionen die Goal schiessen kann. Ja. Et puis maintenant, on te connaît un peu plus en tant que personne. En dehors du hockey, qu'est-ce que tu aimes faire? Est-ce que tu as des passions, des hobbies? Ja, ich verbringe durch das, dass mein ganzes Umfeld hier im Oberwallis ist, sehr viel Zeit im Oberwallis, neben dem Hockey. Viel mit Kollegen unterwegs und mit den Freunden natürlich auch. Der Sommer, schöne Zeit, das Wetter stimmt und momentan hat man ja genug zu tun mit Fußball-EM schauen oder solche Sachen. Ein spezielles Hobby neben dem Hockey nicht unbedingt, ich arbeite neben dem Hockey. Und dementsprechend gibt dann immer so viel Zeit übrig für irgendwelche Hobbys am Nachmittag. Aber ich verfolge sicher sehr gerne Sport, sei das Fußball, Tennis, der Art, was auch immer. Also wirklich alles Et ein bisschen. est-ce que à côté du hockey tu travailles ou tu te consacres uniquement au hockey? Ja, ich arbeite neben dem Hockey. Ich arbeite Teilzeit. Ich arbeite jetzt bei der Gemeinde Steghotel, da wo ich wohne, als Finanzverwalter. Und, ich mache das eigentlich für mich als zweites Standbein, neben dem Hockey zu arbeiten und dem, dass ich immer wieder etwas mache. Als Hockeyspieler hat man gleich in gewissen Phasen des Jahres relativ gute Zeiten, um neben dem Sport noch in Tätigkeit auszuziehen. Und wenn man das mit der Ausbildung, mit der Arbeit kann verbinden kann, warum nicht? Und da kann man nur profitieren. Und ich rate jedem Mann, der das kann machen kann, die Chance wahrzunehmen. On imagine qu'avec toutes ces choses, avec le hockey, la copine, les amis, t'as pas beaucoup de temps pour toi. Ja, es geht. Also, ich nehme mir schon mal am Abend die Zeit für mich und gönne mir halt mal ein Glas Wein vor dem Fernseher oder was immer. Also, ich bin nicht unbedingt so, dass ich zu viel um die Ohren habe. Ich mache das sehr gerne. Das ist meine Passion, das Hockey. Und alles, was ich mache, probiere ich mit frei zu machen. Und so soll es auch sein. Donc, tu as un petit peu de temps pour toi. Si tu pouvais passer 24 heures avec la personne de ton choix, ça peut être un sportif, une célébrité, un chanteur, qui est-ce que tu choisirais? Es ist schwierig. Aber ich sage sicher, ein prominenter, sagen wir mal, ein Sportler, der imponiert, der für viele Schweizer imponiert, ist sicher der Roger Federer, das ist klar. Aber mit dem könnte man sicher sich gut austauschen, das ist ja so. Ouais. Eric Castonguay hier a aussi dit Roger Federer, donc c'est pas que les Suisses qui veulent passer du temps avec lui. Maintenant, on va parler de toi en tant que joueur. Comment tu te définirais comme joueur de hockey, un défenseur quand même assez dur? Ja, wie ich vorher gesagt habe,
ein emotionaler Verteidiger, der gerne auch physisch spielt. Also ich kann das gerne, wenn ich im Match checken kann, verteilen und checken fressen muss. Oder ich tue gerne mal den Job vom Remo machen. Also ich blockiere sehr gerne mal den Schiss vom Remo. Wenn er mal schlafen tut, bin ich natürlich zur Stelle. Und, aber nichtsdestotrotz, nein. Ich sehe mich schon eher als Defensivpart, der Mannschaft helfen in der Defensive. Und ja, das ist eher so mein Hockey. Et pour revenir sur ton parcours, tu es passé par Zug notamment, tu as joué en Novice Elite en U20, tu as fait deux grosses saisons au niveau comptable, en Elite et en U20, donc tu es aussi un défenseur qui peut avoir des qualités offensives. Ja, natürlich ist das zwei verschiedene Niveaus, also Junior sind sicher ein anderes Niveau als Nazi B. Der Schritt, Sprung vom Juniorenspieler zum Profi-Älter in der Nazi B ist natürlich ein grosser Sprung und es sind ganz andere Goals natürlich im Goal, wo andere Schiss bekommen in der Nazi B. Aber ja, das Potenzial ist sicher da. Ich weiss, dass ich es früher erkenne, wenn ich noch jünger war, aber das kommt, da bin ich zuversichtlich. Oui, tu es encore jeune, tu es de 1998, c'est ça? Ouais. Du coup, après Zug, tu es revenu à Viège. Comment il s'est passé pour toi ce retour à la maison? Est-ce que ça a été quand même quelque chose qui t'a mis un peu la pression? Nein, nicht unbedingt Druck. Eine Vorfreude war das. Für mich war das ein Rückkehr wieder da zu meinem Umfeld. Man kennt natürlich viel mehr Leute in den Zuschauerrängen. Und es hat mir sehr viel Freude gemacht. Es macht mir immer noch aktuell sehr viel Freude hier im Wallis Hockey zu spielen. Und muss sicher mit dem Herzen ganz anders dabei, wenn man für einen Club spielt, wo man eine Verbindung aufbauen kann und wo man eine Verbindung hat. Und es hat mir Freude gemacht, anstatt dass ich mir eigentlich Druck gemacht habe. Puis ensuite, après Viège, c'est Sierre, tu descends un peu. Qu'est-ce qui t'a convaincu dans le projet de Sierre pour rejoindre cette équipe? Ja, Siders hat mir sicherlich eine Chance geboten, mich hier weiterzuentwickeln und vor allem ein Teil des Projekts des Clubs zu sein und vor allem für die Zukunft. Für mich war das eine sehr gute Möglichkeit, hier im Wallis weiter in Hockey zu spielen. Das war eigentlich mein Ziel, dass ich hier bleiben kann. Und dass mir Siders die Chance gegeben hat, bin ich sehr dankbar und bin euch froh, dass ich in den nächsten zwei Jahren das Trikot tragen kann. Tu as prolongé donc jusqu'en 22-23? Pour toi, c'est vraiment un signe de confiance qui t'a été donné par le club? Ja, ich denke, das beruht auf Gegenseitigkeit. Schlussendlich, wenn der Club Spieler jetzt Vertrauen für mehrere Jahre geben will, ist das sicher eine schöne Geste. Aber schlussendlich muss der Spieler zeigen, dass er langfristig für den Club will da bleiben und natürlich kann ich alles geben. Und das geht nur auf Gegenseitigkeit. Und nein, wir sind zufrieden auf beiden Seiten, dass wir jetzt das hier noch mindestens zwei Jahre können, zusammen weitergehen können. Je vais te poser une question un petit peu décalée. En 2019-2020, Sierre a reçu Viège ici. Il y a, je crois, Troy Joseph qui est venu percuter Remo. Et ensuite, il y a eu une belle bagarre entre Nicolas Dozin et toi. Est-ce que tu es fier de ta victoire contre Nicolas Dozin? Das macht mich natürlich sehr, sehr stolz, oder? Nein, es ist lustig, der Dosa, als ich in den Garderobe kam, habe ich gesehen, Dosa, Branschen hocken nebeneinander in den Garderobe und ich so, oh Scheiße, nicht schon wieder der. Nein, es ist lustig eigentlich, dass wir jetzt eigentlich sehr gut miteinander haben, durch das, was wir viel Zeit in den Garderobe verbringen haben. Und es gehört ein bisschen dazu und das ist genau das, was ein Derby halt immer wieder Stimmung bringt, die Kleinigkeiten, die kleinen Reiberien. Schlägerien, was soll sein, aber schlussendlich für den Club, wo man die Farben trägt, für die Farben, die man spielt, verdient man ja alles geben. Und wenn das daneben halt die Dose war, da gibt es halt mal eine Runde. Aber neben mir ist man nachher wieder Kollege, auch wenn es ein Gegner ist. Und jetzt sowieso in der gleichen Garderobe, im gleichen Team, wir sind gute Kollegen und ist alles in der Ordnung. Tipptopp. Merci beaucoup, Yves. Merci pour ton temps. Et à bientôt. Merci.